Scheißes Wetter draußen, ey. Immer nur Regen. Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Regnerischer Tag heute. Hat es eigentlich schon im letzten Part geregnet? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, moin. Jo, da sind wir wieder. Und wir haben im letzten Part diese Stadt hier erkundet. Irgendwas mit M. Keine Ahnung mehr, wie sie genau hieß. Und ja, hier geht's dann. Wir haben die halt auch fertig erkundet. Gab es denn hier jetzt auch eine Arena? Ich glaube ja, oder? Ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Der letzte Part war für mich gestern. Na toll. Aber hier gab es, glaube ich, eine Arena. Moment, was ist denn das hier? Haben wir mit der schon gesprochen? Um das Electrics kannst du die Items in deinem Beute neue Arten anordnen. Der Spruch kann immer in einem alten, kam immer in einem alten Werbespot. Ja, cool. Auch nochmal gut zu wissen. So, jetzt schauen wir hier nochmal, ob es hier wirklich eine Arena gab. Pokémon sind alle geheilt. Jo, sieht gut aus. Generell ist, finde ich mal, wissen, wo es hier generell weitergeht. Das ist hier nicht die Arena, das ist dieser Kaufladen. Hier unten geht's lang. Da gibt es hier wohl keine Arena dieses Mal. Habe ich das im letzten Part auch festgestellt? Ich glaube nämlich nicht mal. Da habe ich nochmal eine Nachricht auf dem Handy bekommen. Hier oben gibt es auch noch was. Ach, hier gab es die Arena. Aber stimmt. Warte, ach mein, irgendwie gab es da hier doch noch eine. Aber der war ja nicht da. Gut, dann geht es ja zuerst mal nach ganz unten. Keine Ahnung, wo es da lang geht. Wir können ja mal kurz die Karte abchecken, damit wir vielleicht mal kurz so sagen können. Ja, da und da geht's lang. Das ist unser Trainerpass, den wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. So, Karte. Dann nach unten. Hier, aber da gibt es dann eine Verbindung. War mir so an sich nicht bewusst. Nach oben geht's dann zum Wendelberg. Hier geht's dann weiter zur nächsten Route. Also mehrere Ausgänge halt. Hier gehen wir erstmal hier nach unten. Vielleicht geht's da auch nicht weiter. Weiß ich nicht. Müsste ich leider noch gedulden. Das wird Pokémon World Tournament öffnet zwar schon sehr bald seine Pforten, aber wir müssen noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Oh, du bist ja noch gar nicht im Besitz des Ordens von Maria City. Wie wär's, wenn du erstmal dein Glück in der Arena versuchst, um dir die Wartezeit zu verkürzen? Okay, hier geht schon mal nicht weiter. Ich würde aber gerne wissen, wo halt auch der Arena-Leiter ist. Oder uns das gesagt zufällig? Ich glaube auch nicht. Hier oben gibt's halt noch eine Möglichkeit. Oder nee, links besser gesagt. Hm. Auf der Suche nach dem Arena-Leiter. Hier links gibt's die nächste Route. Route 6. Mal kurz hier mal. Ach, habe ich jetzt hier gerade nicht offen. Aber Route 6, da habe ich glaube kein Pokémon zum Fangen. So. Ja, ganz sicher eigentlich. Gehen wir mal hier durchs hohe Gras. Keine Ahnung, was hier für Pokémon sind. Können wir schon gegen die kämpfen? Ja. Eigentlich wollte ich noch nicht zur nächsten Route, aber. Hm. Ich muss da auch einen Weg nach oben gehen. Ja, gut, der Weg nach oben, der ist momentan zu. Oh, wieder so ein Pico-Chiller. Level 27. Psycho-Schock. Oh, ein Glück. Wird die Attacke abgewehrt. Und tschüss. Gut, dann gehen wir jetzt auf diese Route. Vielleicht kommen wir. Kommt der. Arena-Leiter sowieso erst später. Seso-Kids, was ist das für ein Pokémon? Wie sind denn generell die Level der Pokémon bei uns? Okay. Setzen wir mal Michelle ein. So, des Weiteren kann ich mal kurz Route 6 mal aufmachen, um zu sehen, welche Pokémon hier denn vorkommen. Oh, die Liste ist auf jeden Fall lang. Okay, Seso-Kids. Bin ich nicht jetzt so? Aber vielleicht ist eine Bodenattacke sehr effektiv. Oh, Attacke wird abgewehrt. Nicht sehr effektiv. Schade. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Steinnagel. Muss ja irgendeinen Typen haben. Ey. Machen wir mal Schaufler.
Okay, noch nicht Attacke. So, was gibt es hier denn für Pokémon? Normalen hohen Gras. Ah, machen wir beim nächsten Trainer, weil der ist jetzt hier besiegt. So, da. Den packen wir mal nach vorne. Wir packen mal Jonas mit nach vorne. Hier. Gut. Im hohen Gras gibt es zu 30% ein Sisokütz, das was wir eben gesehen haben. In Schwarz 2 gibt es zu 25% ein Schnutel. In Weiß 2 nur zu 5%. Dann gibt es generell halt zu 15% ein Navitaub, zu 10% jeweils ein Tarnpignon und ein Folikon. Und dann gibt es noch zu 5% ein Merrill. Das war, glaube ich, hier mal kurz das vorne hier an. Mega sauber mal ruhig hier. Obwohl, das sollte nicht effektiv sein. Ups. Und dann gibt es noch ein Low-Cups in Schwarz 2 zu 5% und in Weiß 2 zu 25%. Das ist das hohe Gras. Dann gibt es noch das dunkle Gras. Das ist identisch, auch von den Häufigkeiten her. Genau. Prognose wirkt. Oh lol. Jetzt ist es doch bestimmt vom Pflanzentyp. Ich wollte nicht Rückkehr, ich habe eigentlich nach links gedrückt, aber ich habe es nicht getroffen. Ah, ist trotzdem besiegt. Dann gibt es das Raschnellgras. Zu 50% ein Ordoch, zu 20% ein Emolga, zu 10% ein Dummiesel, zu 5% jeweils ein Azumarill, ein Formio, ein Fuzzlesnob und ein Matriful. Namen, die ich noch nie so gehört habe, ey. Okay, erstmal hier ein wildes Pokémon. Bestimmt ein Sesokit. Ne, ein Marill. Oh, zu 5%. Fangen wir hier also Häufigkeit besser gesagt. So, dann gibt es noch Zurfen. Gibt es nur zu 70% ein Sparschuft und zu 30% ein Merrill. Dann mit der Superangel. Mit der Superangel kann man zu 70% einen Quapsi fangen und zu 30% einen Barschuft. Mit Surfen beim Pokémon-Schatten zu 60% ein Merrill, zu 35%. Oh, das hat überlebt. Zu 35% ein Barschuft, zu 5% ein Azumarill. Beim Angeln mit dem Pokémon-Schatten zu 65% ein Quapuzzi. Zu 30% ein Barschuft und zu 5% ein Quaxo. Dann gibt es noch zwei Schwärme, einmal Plusma zu 40% und einmal Minun zu 40%. Genau. Dann gibt es noch zwei spezielle Pokémon, die ich jetzt aber noch nicht sagen möchte. So. Möchte mal Michelle einwechseln. Theoretisch müssten so die nächsten Level die Level sein, wo sich Michelle und Nico entwickeln, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre. So, hier mal eine Heilung vergeben. So, hier. Und gleich zwei Pokébälle. Dieser eine Pokéball, der ist da so ein bisschen im Gras. Interessant. Ein Sesokids wieder. Da kann ich ja gleich mal nachschauen, was dieses Sesokids für einen Typ hat. Ein Typ von normal Pflanze. Darum hat Pflanzen die Bodenattacke kaum Schaden gemacht. Beziehungsweise war nicht sehr effektiv. Na gut, dann können wir mit Michelle hier kaum was machen eigentlich. Shit. Gehen wir mal drüber zu Nico wieder. Gegen Pflanze haben wir leider nichts in der Hand, nichts Effektives momentan. Wir haben keine Giftattacke, wir haben keine Flugattacke und keine Feuerattacke. So, aber Psychoschock sollte auch ordentlich was ausmachen. Stimmt, aber gegen normal hätten wir was. Aber die Kampfattacke von René. Aber René müsste auch mal eine neue Kampfattacke erlernen.
Ich weiß nicht. Okay, gut. Hat einen Fehler gemacht. Tschüss. Schnuthelm. Das war nochmal Schnuthelm für einen Pokémon. Setze auf jeden Fall wieder Michelle ein. Ich weiß jetzt nicht, was Schnuthelm für ein Pokémon war. Das werde ich jetzt gleich sehen. Ah, lol. Okay. Machen wir mal Schaufler. Fluch. Da senkt er seine Initiative, glaube ich. Genau. Und zeigt Angriff und Verteidigung. Okay. Okay. Megasauger. Oh nein. Nicht gut. Da kann ich jetzt wieder relativ wenig machen. Komm, René, komm du mal nach vorne. Let's go hier. Och nee. Ist das dein Ernst? Auf Gena habe ich jetzt mal gar keinen Bock. Machen wir mal Rückkehr. Ich glaube, das ist jetzt erstmal die beste Lösung. Ich weiß es nicht. Käfertrutz, okay. Macht nicht viel Schaden. Jetzt schläft er zu René erstmal. Wir versuchen mal Kraftwelle. Na gut, die Runde wird er eh noch schlafen. Dass wir vielleicht ab der nächsten Runde schauen, dass wir ihn singen, indem er halt auch vorher René vielleicht aufwacht. Schade. Alter. Ja, der will echt uns abpacken hier. Ganz ehrlich. So, Knochenharz ist speziell. Daher versuche ich mal Knochenharz. Wenn wir aufwachen würden. Jetzt ist der Angriff halt auch extrem weit oben. Komm jetzt hier aufwachen. Oh ne, danke. Oh nein. Zwar fünfmal getroffen, aber überhaupt nicht effektiv. Ja gut, weil er halt auch so wenig Schaden gemacht, weil er halt auch unser Spezialangriff gesunken ist. Da kommen jetzt hier mal Kraftwelle. Vielleicht bist du auch paralysiert. Das werden so einen komischen Schnuthelm jetzt so lange hängen. Ganz ehrlich. Eine Flugattacke oder eine Feuerattacke oder eine Giftattacke. Dann wäre es weg. Aber nein. Oh, guck mal. Er setzt Fluch ein. Steigt somit der Angriff. Und dennoch setzt er spezielle Attacken ein. Käfertrutz sieht nämlich auch speziell aus. Daher macht das keinen Sinn. Und wenn er jetzt keine physische Attacke hat, dann frage ich mich, warum er so dieses Moveset dann hat. Also ganz ehrlich, das ergibt gar keinen Sinn. War ich jetzt endlich weg hier. Tschüss. Warst du lästig? So, wir gehen erstmal zum Item dort rechts. Das ist noch ein Wort hinten. Denke ich zumindest. Ein Elixier. Nice. Da ist doch was frei. Okay. Oh, das ist kein Pokéball. Ja, das, man kann auch noch Champion so fangen, die als Items getan sind. Hatten wir bisher noch nie. Level 29. Huiuiui. Machen wir mal Dampfwalzer. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Oh, schön. Daher einfach mal das kurz besiegen. Ist ja auf einem hohen Level, wie gesagt. Also sollte es auch schön EP bringen. Level 31 für Michelle. So. Und dann geht's hier weiter. Hier ist ein Haus. Ist das dann ein Trainer? Ja, das ist ein Trainer. Ein Wissenschaftler. Okay.
Was hat denn dieser Wissenschaftler zu bieten? Wieder so ein Vieh. Kann gegen Pflanzen nichts machen. Das ist unfair. Ja, Nico hat halt auch schon viele KP verloren. Dann will ich einfach mal kurz zu Jonas wechseln. Ich bin halt auch so ein bisschen am überlegen, ob wir jetzt aus Versehen die Arena übersprungen haben. Oder ob sie generell nicht da ist. Ich könnte theoretisch mal auf Pukewiki schauen, aber müsste ich mal kurz wissen, wie die Stadt hieß. Weiß ich nämlich jetzt nicht. Boah, macht das viel Schaden. So. Und noch ein Pokémon? Nein. Okay, gut. Dann schauen wir mal kurz nochmal auf die Karte, weil ich muss jetzt mal kurz wissen, wie die Stadt hieß, dann kann ich da mal kurz nachschauen. Die Stadt hieß Maria City. So, Maria City. Pokémon Arena. Ich will mich jetzt hier nicht spoilern lassen, von wegen, was für Pokémon da kommt. Da habe ich jetzt nämlich extra weggeschaut. So. Attackenlehrer? Da gibt es einen Attackenlehrer. Vielleicht ist das für später irgendwie. Dann habe ich da jetzt ein bisschen was vorgegriffen, aber. Es steht nicht da, wie man an den Arenaleiter kommt. Ja gut, machen wir jetzt erstmal hier weiter. Ist ja auch nicht so schlimm. Notfalls gehe ich nochmal zurück nach dem Part oder schau generell nochmal nach und informiere mich mal. Dafür habe ich halt jetzt nicht die Zeit hier. Jahreszeiten im Forschungsinstitut, okay. Ja, hier gibt es ja auch Jahreszeiten, die ich so vorher noch nicht kannte. Zum Beispiel haben wir ja momentan Frühling. Es gibt Pokémon, die je nach Jahreszeit ihr Aussehen verändern. Ob man in diesem Fall wohl auch von einer Art Entwicklung sprechen kann? Echt? Wusste ich gar nicht. Willkommen im Jahreszeitenforschungsinstitut. Hinter Panarero City liegt der Wendelberg. Auf dem. Was? Auf dem jedes Jahr Schnee liegt. Wann je nach Jahreszeit so. Wir kontrollieren mit der Maschine dort Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Okay. In diesem Forschungslabor kann man alle vier Formen des Seso-Kids gleichzeitig sehen. Sie sind sowas wie Koryphäen auf dem Gebiet der Seso-Kids-Forschung. Wie wär's, möchtest du nicht eines unserer seltenen Seso-Kids trainieren? Ja, genau. Hier kann man auch noch dieses Seso-Kids bekommen, aber ich habe dazu kein Interesse. Oh, Moment, dort links gibt's ja noch einen. Und das war noch das zweite spezielle Pokémon, was man halt hier kriegen kann. Also was, deine Pokémon haben keine Attacken oder Fähigkeiten, die das Wetter ändern könnten. Wenn du Pokémon mit solchen Attacken oder Fähigkeiten mitbringst, kommst du in den Genuss meiner Spezialität. Die Pokémon-Wettervorhersage. Okay. Ja, habe ich jetzt momentan leider nicht. Tut mir leid. So, da gibt es noch ein Item. Vielleicht eine Trainerin, weiß ich nicht. Ein Mondstein. Löst, glaube ich, bei manchen die Entwicklung aus. Ja, genau. Zum Beispiel bei Pipi, glaube ich. A2-0 Abzauber und Trockenheit. Pokémon mit diesen Fähigkeiten lieben Attacken vom Typ Wasser und Regen. Mit solchen Pokémon-Fähigkeiten kennt sich der Arenaleiter von Aventura City total gut aus. Ach, du kennst ihn? Du kannst ihn ja mit dem Visocaster anrufen und fragen. Hab aber jetzt nicht das Interesse danach. Du trainierst, kennst du? Ja, genau. Dann natürlich jetzt hier ein paar Kämpfe noch weiterhin machen. Oh nee, nicht schon wieder dieses scheiß Schnuthelm. Darauf habe ich gar keinen Bock. Wisst ihr was ich jetzt mache? Ich setze erstmal Sandgrab ein. Dass der vielleicht mal ein paar Runden in so einem Sandgrab drinne steckt. Und somit jede Runde ein bisschen KP verliert. Ist nicht viel, aber
Ist ja immerhin etwas. Also dann können wir jetzt hier mal wechseln zu René wieder. Und er setzt mal wieder Fluch ein. Dann mal ganz schnell meine Attacke hier mal ausführen. Komm. Im nächsten Part sehen wir uns dann entweder wieder in der Stadt oder hier halt dann. Kommt drauf an, was ich herausgefunden habe zum Arena-Leiter. Weil ich möchte natürlich auch jetzt hier nichts im Voraus arbeiten. Ey! Och nee! Der kann so doll abfangen, ey. So, Pokémon. Komm, Jonas, jetzt du. Hast zwar nicht mehr so viele KP, aber ich denke mal, das schaffst du trotzdem. Aber ich habe jetzt keinen Bock auf Schlaf. Woher wusste er, dass ich auswechsle? Mann, René, du mal wieder. Ich habe jetzt ja wie gesagt gar keinen Bock auf Schlaf. Wer setzt jetzt nochmal genau? Okay. So, jetzt will ich hier mal Metallzaun einsetzen, weil dann sinkt seine Verteidigung stark. Nee. Ich krieg hier gleich einen Kollaps. Und Jonas, du wieder. Doch, dürfen wir ihn mal jetzt auch mal angreifen? Das wäre sehr, sehr schön. So. Dann könnten allerdings auch Megasauger einsetzen, aber es wird nicht viel Schaden machen. Wir setzen Rückkehr ein. Zwar keine Step-Attacke, aber macht trotzdem ordentlich Damage. Gerade auch, weil wir halt die Verteidigung nochmal stark gesenkt haben von ihm. Ja, komm. Ja, vielleicht noch ein Hit. Ja, das wird. Komm, hier Rückkehr. Und besiege es. Was? Och nee. Nee. Wisst ihr was? Ich werde dann gleich auch nach dem Part zum Pokécenter zurückrennen. Und mal eine Heilung durchführen. Dementsprechend. Dass wir im nächsten Part gut gestärkt wieder hier sind. Und dann halt weitermachen können. Oder halt in der Arena kämpfen können. Mal sehen. Wird da bestimmt irgendwas im Internet sehen. Stehen natürlich. So ein Laukaps, was ist das für ein Pokémon? René, mach du einfach mal weiter. Du hast noch viele KP. Das passt. Ah, das kenne ich. Das kenne ich. Ihr setzt einfach mal Kraftwelle ein. Könnte vom Typ Pflanze sein, ich weiß es aber nicht. Könnte aber. Ach, keine Ahnung, was es ist. So, machen wir mal Rückkehr. Vielleicht ist das normal effektiv. Ja. Gut, das war's dann auch mit diesem Part. Vielleicht ein, zwei Minuten jetzt kürzer als sonst. Ist aber auch mal in Ordnung. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch noch viel Spaß. Schaltet wieder ein und bye bye.